Jugendworkshop. Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahre Jugendworkshop in Deutschland. Da hat Detlef Drenke eine tolle Idee gehabt und sie in die Tat umgesetzt. Und schön, dass es nun schon 20 Jahre diesen Jugendworkshop in Deutschland gibt. Schade, dass es diesen Jugendworkshop in meiner Jugend nicht gegeben hat. Er hätte mich zauberisch sicher weitergebracht und ich hätte gern teilgenommen. Allen Teilnehmern am diesjährigen Jugendworkshop die besten Wünsche und viel Spaß in Ida Oberstein. Tschüss, Wolfgang Sommer. Es ist absolut genial, so etwas Tolles gibt es in der Jugendworkshop. Ich bin immer gerne dabei gewesen, als Leiter. Heute wäre eigentlich auch der Junge, die mitmachen können. Das ist so eine geniale Sache überhaupt. Und ich finde, die machen es perfekt. Darum würde ich jetzt sagen, was? Deutsch. Deutsch ist gefragt. Entschuldigung. Also, ich finde... Zeit abgelaufen. Alles Gute, ihr seid super. Und auf die nächsten 20 Jahre. Hallo, hier Dennis Bär. Ich war zwar noch nicht als Workshopleiter beim Jugendworkshop dabei in Ida Oberstein, aber das wird bestimmt in einer der nächsten beiden Jahren oder so mal klappen. Und da habe ich jetzt als quasi Literaturempfehlung zur Vorbereitung noch ein paar Sachen hier, dass man sich einfach vorbereiten kann auf den Workshop und wir nicht beim Doppelt-Abheben anfangen müssen. Zum Beispiel natürlich klar, die große Gartenschule hat sowieso jeder gelesen. Wenn nicht, Roberto ist ja dieses Jahr dabei. Und falls da noch Fragen sind, also alle fünf Bände würde ich sogar sagen, nicht die vier hier und den fünften hier, einfach nur da als kleine Grundlage. Und gut, mein Gott, als Ergänzung kann diese Leitreihe auch nicht schaden. Da sind noch ein Stück ein bisschen einfacher, nicht für den Einstieg. Und klar, der große Klassiker, Earth Maze, The Expert at the Card Table, sollte natürlich auch, ich meine, hat eh jeder studiert, ich sage es nur der Vollständigkeit halber. Und klar, die Leute, die nicht so gern lesen, die sagen oft, aber dieser Text, für die Leute gibt es hier eine Ausgabe, die sich quasi aufs Wesentliche reduziert. Da lässt man den Text einfach weg, nicht? Und es sind nur die Bilder da. Ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Hallo, hey, ich bin der Giesbert und wollte sagen, Dings, wollte ich, was war die Idee? Achso, genau, alles Gute zum Geburtstag und ich habe auch extra noch einen Trick geübt. Nix in der Hand und alles Gute zum Geburtstag. Vielleicht treffen wir uns ja mal auf eine Runde Yogi-Tee. Bis dann. War's das? Das Divernon Book of Magic sowieso, natürlich. Und hier die Chronicles gehören auch dazu. Hallo, liebe Jugendworkshop-Teilnehmer, hier ist Banana. Ich melde mich vom Indischen Ozean irgendwo zwischen Sri Lanka und den Seychellen. Tja, ich soll euch einen Tipp geben. Wie ihr seht, ich bin gerade auf einem Kreuzfahrtschiff und was ihr unbedingt in eurem Zauberprogramm zeigen solltet, ist das. Das kommt wahnsinnig gut an bei den Gästen. Schaut mal her. Zack. Und das gefällt den Gästen. Ich frage ihn gleich mal, wie ihm das gefallen hat. Kommt mal mit. Entschuldigung. Wie hat Ihnen denn mein Programm gefallen? Das war toll, Herr Quatsch. Wir warten auf Kaffee. Ja. Wie man sehen kann, ein begeistertes Publikum. Viel Spaß, bis bald. Tschüss. Ja, hallo, auch aus Frankfurt von der MZVD-Geschäftsstelle. Einen herzlichen Gruß nach Ida Oberstein und ein großes Dankeschön an Detlef Drenke und seine Mannschaft für 20 Jahre Jugendworkshop. Aber auch ein Dankeschön an all die vielen Künstler, die, wie wir hier in Frankfurt sagen, für ein Appel und ein Ei dorthin kommen und ihr Know-how den Jugendlichen zum Besten geben. Für ein Appel und ein Ei. A und E. Und da schließt sich der Kreis. Das ist auch für mich das Wichtigste, wie jeder weiß. A und E. Aufnahmeantrag und Einzugsermächtigung. Was haben wir hier? Ja, die Bücher von Paul Gordon, die sind zwar schlecht, aber mein Gott, man muss ja auch mal irgendwie gucken, wie man es nicht macht. Nicht? Ciao ragazzi. Ciao, ti auguri a te. Alles Gute zum Geburtstag. Jugendworkshop. Oh, schöne Zeit, 20 Jahre. Manche von euch waren noch gar nicht auf der Welt. Da gab's das hier schon. Und in 20 Jahren, da sind manche von euch vielleicht gar nicht mehr auf der Welt. Und da wird's das immer noch geben. Ja? Vielleicht sehen wir uns ja hin und wieder irgendwann hier beim Jugendworkshop. Ciao. Hallo, liebe
Jugendworkshop. Alles Gute zum 20. Jubiläum. Erst habe ich mir überlegt, vielleicht einen genialen Zaubertrick zu zeigen. Das fand ich nicht so toll. Dann habe ich gedacht, mit ganz viel Stimmung zu feiern. Aber ich habe mich dann für Letzteres entschieden, mit einem Glas Sekt und einer leckeren Torte auf euch anzustoßen. Zum Wohl! Lecker! Grüß euch! Ich soll euch jetzt in 30 Sekunden etwas über 20 Jahre Ida Oberstein sagen. Also ich selber war zweimal da, einmal als Talkgast und einmal als Workshopleiter. Und jedes Mal, wenn ich nach Ida Oberstein gekommen bin, war das für mich so, als würde ich in eine Zauberwelt eintauchen. Dort wurden auf magische Weise die Nächte kürzer, die Augen kleiner, Frauen verschwanden. Und Detlef hat mich gebeten, euch noch einen besonders wertvollen Ratschlag zu geben. Das möchte ich tun. Mein größtes Geheimnis, wie man als Zauberer erfolgreich wird, ist... Bitte? Ah, oh, Zeit ist um. Schade. Happy Birthday, lieber Jugendworkshop! Happy Birthday! Meine lieben jungen Zauberfreunde, es heißt immer, dass man durch die Zauberei verschiedene Macken bekommen könnte. Ich habe aber in meiner 40-jährigen Tätigkeit als Zauberer gemerkt, dass es zu keinerlei Macken kommt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und frohes Schaffen. Euer Boretti. Bonsoir, je m'appelle Jacqueline und ich bin eine entfernte Bekannte von Monsieur Gaston, vielleicht ihr kennt. Er ist leider heute verhindert und kann das Grußwort nicht sagen, deswegen er hat mich geschickt. Und ich soll euch schön grüßen und alles Gute zum Geburtstag sagen. Ihr seid ja inzwischen groß geworden, 20. Ist fast, du weißt, fast ganz groß, volljährig. Eine kleine Sache, Dinge in eigener Sache für die Mädchen, die da draußen sind. Macht einfach saugute Kartentricks und haut den Jungs eins in die Fresse. Bis dann. Au revoir. Tout à l'heure. Liebe Teilnehmer des Jugendworkshops, es ist 10:30 Uhr morgens und wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich noch nicht ganz ausgeschlafen. Nichtsdestotrotz sende ich euch und dem Jugendworkshop meine allerherzlichsten Grüße. Ich weiß, wie viel beim Jugendworkshop in den letzten Jahren entstanden ist, was dort alles an Erfahrungen, an Bekanntschaften und an Zauberkunst entsteht. Ich war auch als Teilnehmer beim Jugendworkshop dabei und habe über die Maßen davon profitiert. Ich wünsche euch, dass auch ihr viel lernt, viele Erfahrungen sammelt und vor allem zu einer eingeschworenen Gemeinde werdet. Ja, jetzt und für die nächsten Jahre hoffe ich, dass der Jugendworkshop weiter floriert und gedeiht, denn er dient der Sache, die wir doch alle so sehr lieben, der Zauberkunst. In diesem Sinne, herzliche Grüße. Hi und alles Gute zum Geburtstag. 20 Jahre, kein Pappenstiel. Feiert, lass es krachen. Bis zum nächsten Mal. Für die nächsten 20 Jahre. Zum 40. bin ich dann wieder dabei. Hallo, wir sind hier für Just in Diamond. Und wir grüßen alle Teilnehmer des Jugendworkshops Ida Oberstein. Shit. Wir reden echt gerne bei euch. Es geht nicht. Wir sind leider in der Achterbahn. Und es war wirklich nicht meine Idee. Wir wünschen euch viel Spaß noch. Ja, viel Spaß. Tschüss! Tschüss! Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder! Happy Birthday!
Mein Name ist Gunther. Und ich bin ein Zauberer. Genau wie ihr. Bei mir hat es auch so angefangen. Auch mit so einem Jugendworkshop. Und da hab ich Federblumen gekriegt und Klimafolie und alles. Und jetzt schaut, was aus mir geworden ist. Detlef, das verzeih ich dir nie. Schönes Fest.